但愿屈原能够保佑我们未来一年平安无事。即便在这遥远的地方吗？余虽好修夸，以寄寄兮，简朝岁而夕替。既替予以会相惜，又深知以难成。又在办案，什么去养不去养的，神经病。我们是在意大利啊，不是在中国啊！快点，快点！来！现在他们的市政会帮我赢你全部的钱。还想赢啊你？小杨，你，我西风呢？太不公平了！发票，你啊，给你赢几把了？才赢500。西风，碰这么多啊你？来吧，快点，吃吧！要不到时候我大了就不能。发票。又是8条，才说又给你五了，麻烦咕噜，全部给你都不够了。未来是人干杯，不喊你干，不喊，没有人喊你干了，全部给你干了。来，兄弟，战过凉州之后，叫你到一个叫跳家的小城市，在威尼斯附近那个酒吧里工作。我在那儿待多久？等通知吧，因为你出来和你办拘留的钱都是我们付的，你什么时候把钱还清了？那需要多久呢？我也不大清楚，再说吧。你听明白了吗？好了，那你去干活去。儿子，你好吗？妈妈很想你。你想妈妈了吗？老爷的身体怎么样？你的学习怎么样？妈妈都想知道。工厂的老板每天都会让妈妈做30件衬衣。妈妈总是会多做10件的。这10件，妈妈是为了你而做的。现在他们要我搬到另外一个地方去做新的工作，这样你才能够尽快的过来。但是如果这样能让你早点来的话，妈妈还是乐意搬到那里去的。
你给我抓紧点，哎，我要开张了。好的。你们好。你是胜利？是。啊，我们在等你来呢，路上辛苦吗？还好。你的房间在上面。到鱼缸那右边有个楼梯上去，过了一个仓库，右边那个门。嗯，谢谢。两张给我找一下。嗯，还有这两张是吧？嗯。好的，我明天去查一下。五万里面的房间找。请进。你好，你好。抽屉我给你拾出来了，衣柜在外面。谢谢。我是孙俪。我知道，你叫我阿莲就行了。你坐了一天的车？嗯，从罗马到这里要一整天。嗯，累不累？不累。这里就是我要工作的地方吗？应该不是，他们新买了一个地方，是一个酒吧，意大利语叫 Osteria。Spritz ist ein gelber Wein? Nein, weiß, Weißwein mit ein bisschen Campari und noch ein Schluck Wasser dazu.Ja, bei uns in Chioggia wird er so gemacht. Spritz, schwierige Sprache für mich. 会不会说没有关系，重要是你要听懂它。这是我们记账的本子。Di Chiodi。对，在这里，他们把欠的钱叫做 Chiodi。Chiodi。你看，这里是没有收回的账，玛利亚留下的。玛利亚。就是酒吧的前老板。第一次做酒吧吧你？是，我之前是做工程。他们都说你很能干，所以我想这个对你来说应该很容易。看吧，并不难。我们走吧。Ein Stan und Olli. Stan und Olli. Haben Sie verstanden? Halb Rotwein und halb Limonade. Halbe halbe. Und jetzt davon. Ja, danke. Danke. Ein Kaffee mit Pflaume. Ja. Ciao, Angelo. Ciao, Beppi. Na, Herr Anwalt, alles bestens. Mir geht's gut, ja. Und dir? Mir auch, danke. Und der Pflaumenlikör? Ja. Ja? Na dann, tu ihn doch ein.
Ja. Sie versteht dich nicht. Warte mal. Entschuldige. Darf ich? Pflaumenlikör. Siehst du das Bild hier? Das da ist eine Pflaume. Ein Kaffee mit Pflaume. Ah. Pflaumenlikör. Pflaumenlikör. Genau. Danke sehr. Mhm. Und jetzt werde ich ihn trinken. Der ist ja kalt. Temperatur, nicht mehr heiß. Oh, Entschuldigung. Nein, das macht nichts. Ist kein Problem. Na, nicht schlecht, hä? Ja, umwerfend. Sag mal, du Poet, guck mir nicht in die Karten, schreibt der Chinesin lieber ein Gedicht? Nein, mir fällt nichts ein. Will die Muse dich nicht mehr küssen? Entschuldigung, wer ist Bafo? Wieso? Bafo sollen bezahlen noch 45 Euro. Er ist nicht mehr hier. Ich sag's ihm, wenn ich ihn sehe. Dankeschön. Aber vergiss es nicht, wenn du dich siehst. Und Bode? Wer ist Bode? Der ist auch nicht da. Bode zu die 60 Euro. Der ist mit Buffo unterwegs. Davis? Davis ist hier? Nein, auch nicht. Davis ist nicht hier. Nicht hier? Danke sehr. Sie kam aus dem fernen Asien, um hier zu arbeiten für uns in Italien. Die Sprache ist ihr so fremd wie unser Land. Die Finanzen hat sie jedoch voll in der Hand. Du sagst es. Na, wer kommt denn da? Hallo, Davis. Ciao. Du bist Davis? Ja. Dann du noch zahlen 80 Euro, bitte. Was ist los? Du hast noch Schulden. Du zahlen noch 18 Euro. Was will die? Wovon redet die denn, sag mal? Die tickt wohl nicht mehr ganz richtig. Samurai! Bonsai! Hör auf, du tust mir weh! Also, ein Kaffee. Kaffee!你喜欢这些照片？嗯，选一张吧。谢谢啊。没事。乖儿子，你好吗？妈妈很想你。妈妈想给你讲一个事儿，或者说给你讲一个故事。 妈妈这里的海美极了，我不知道它为什么看起来要比咱们那里的小。难道是因为它有两个名字？一个是大海，一个是泻湖。当然，大海还是泻湖，这取决于它离你有多远。意大利语中的泻湖是阴性。
宁静又神秘，而大海是阳性，它一刻不停，总是伴随着风和海浪。我喜欢风，因为它能把我带到你的身边，我的乖儿子。Hallo, China. Was sollen die kosten? Für dich? 8 Euro das Kilo. Nein, zu teuer. Na gut, gib mir 7. 25 für 4 Kilo. 25? Ja, unglaublich. Bitte. Schaffst es immer wieder, hä? Also gut, was soll's. 4 Kilo. Chinese, hast du Fisch eingekauft? Heuschreckenkrebse. Kocht ihr hier etwa? Ja, klar. Die verstehen was vom Kochen. Stimmt, ich war schon mal beim Chinesen essen, war gar nicht schlecht. Siehst du, das verdanken sie Marco Polo. Marco Polo? Ja, der hat China entdeckt. Das weiß ich, aber was hat denn das mit dem Kochen zu tun? Nachdem er sie entdeckt hatte, hat er ihnen gleich gezeigt, wie man die Dinger kocht, ist doch klar. Wenn du meinst. Hallo, Freunde. Ciao. Ciao. Ja, Beppi? Warst du fischen? Nein, in der Hütte. Musste mal nach den Netzen sehen. Bei der Kälte? Du bist nicht mehr der Jüngste. Pass auf. Heuschreckenkrebse? Ja, hier. Danke. Bitte. Schmecken Sie? Ja, noch. Sieht ganz gut. Dankeschön. Einen roten Schunli. Ja? Ich kotze gleich. Ich auch. Mir schmecken sie wirklich. Du als Slave verstehst doch eh nichts davon. Seit 30 Jahren lebt er hier und da meinst du, er kennt die Viecher nicht? Heuschreckenkrebse gibt's bei uns auch. Ja. Ja, gut. Das verdankt der Marco Polo. Sehr witzig. Nein, im Ernst, man muss durch Istrien, wenn man nach China will, oder? Da führt kein Weg dran vorbei. Schmeckt sehr gut. Mein Kompliment an den Koch. Danke sehr. Am Ufer des Kanals, im Morgengrauen, kann man sich den Bauch mit China-Fisch vollhauchen. Du rauchst ja immer noch. Nur 3 pro Tag. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Papa, sag mal, kauf dir doch mal eine neue Pfanne. Wieso? Was ist damit? Die hat deine Mutter auch immer benutzt. Ja, eben. Die ist 40 Jahre alt. Da sollte man mal wechseln. Gut, ich werde drüber nachdenken. Die Mikrowelle, die wir dir geschenkt haben, wo ist die? Weiß ich nicht. Irgendwo im Schrank. Du hast eine, also benutze sie auch. Ich habe es heute nicht verstanden, wie das Ding funktioniert. Willst du auch? Ja.
Also, Selena hat gesagt, wenn du irgendwann willst, kannst du gerne zu uns kommen. Für eine Zeit. Sie hat nichts dagegen. Nach Mestre? Ja, nach Mestre. Du könntest dir dann ja eine Wohnung suchen. Wir würden dir natürlich dabei helfen. Aber ich hab doch schon eine Wohnung. Ich lebe jetzt schon ein Jahr allein. Ja, aber du bist so weit weg. Was ist, wenn dir mal was zustößt? Ich find's hier nicht gut für dich. Ich meine, ohne Auto, ohne Aufzug. Ein Aufzug? Also wirklich, sowas fehlt mir noch. Ja, der fehlt hier. Du brauchst einen. Funktioniert der Griff wieder? Ja, funktioniert wieder. So, Jungs, bitte alle zum Heck festmachen und Netze einholen. Hier, fang auf. Hast du's? Ja, alles klar. Ja, kräftig ziehen. Vorsicht. Hier rüber. Guter Fang, ja? Ja, langsam. Und? Ah. Bitte, sieht doch gut aus. Sieht echt gelohnt heute. Kein Beifang. Ja, dann müssen wir hier rüber. Du, Koppel, falls uns mal wieder ein Mann fehlt, kannst du gerne wieder bei uns mitfahren, ja, gut. Okay? Dann ruf mich einfach an. In Ordnung, mach ich. Alles klar. Ich muss auch gerne abholen. Auf unser Wohl, Jungs. Ruf ihn an. Hier. Auf die Fischer. Und auf die Rente. Ganz genau. Welche Rente denn? Du träumst es wohl. Was machst du jetzt als Rentner? Hm? Du kommst jeden Morgen um 3 zum Hafen und schaust den Booten nach. Hey, Chinese, komm und stoß mit uns an. Nein, ich hab noch zu viel zu erledigen. Na los, nur ganz kurz. Ich hab ihn. Also, Freunde, auf unseren Koppe. Und seine Rente natürlich. Was ist Rente? Was bedeutet dieses Wort? Das Ende der Arbeit. Ab morgen geht Koppe nie wieder arbeiten. Ah, thank you. Bedeutung Rente in Chinesisch. Husch, husch! Husch, husch! Dann auf das Husch, husch von Koppe! Auf alle Huscher, ich schon groß. Ja, genau. Du sagst es. Wie viele Jahre hast du gearbeitet? Gearbeitet der? Sag schon. 35 Jahre. Ja, 35? Als ich anfing, gab's die Osteria noch nicht. Klar gab's die schon, du bist nur nie hergekommen, Blödmann. Damals fuhr er ständig zum Zelten ans Meer. Jedenfalls ist das alles eine Ewigkeit her. Ach, Koppe! Wir haben noch ein Geschenk für dich. Alles Gute, Koppe. Nach einer Uhr sieht's nicht aus, oder? Nein, mit dem Ding kann man sich einen Hocker holen. Quatsch, wir dachten, damit du das Fischen nicht so schnell verlernst. Aha. Ah. Danke. Oh, ho, ho, ho. Noch eine Runde? Ja, schon los, 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 los. Komm her und trink einen mit uns. Ich komme? Ja. Danke sehr. Zum Wohle. Ja, zum Wohle. Zum Wohle. Hast du gezahlt, Koppe? Ja, klar. Ich habe alles bezahlt. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Waffo. Mir, willst du eine? Und Herr Anwalt, was würden Sie an meiner Stelle machen, wenn Sie morgen nichts zu tun hätten? Hm? Ich habe schon 2 Jahre nichts mehr zu tun. Und was macht man dann so? Ab morgen gibst du Gas.
Richtig Gas. Was heißt das? Du vollbringst Wunder. Wunder, mein Freund. Gute Nacht. Sie sind draußen gegangen. Sag mal, bist du wirklich so richtig aus China? Ja. Die Volksrepublik China, ja? Ja. Mao Zedong? Ja, Mao Zedong, ja, ja. Aber den gibt es nicht mehr. Ich weiß. Wir waren auch mal kommunistisch. In Jugoslawien, wo ich geboren bin. Aber das ist jetzt vorbei. Tito ist gestorben. Alles hat sich verändert. Jugoslawien? Ja. Wie heißt denn deine Stadt in China? Fuzhou. Wie bitte? Fuzhou. Fuzhou? Mhm. Und wo? Es ist nicht weit vom Meer. Ach, wirklich? Ja. Und sind auch alles Fischer bei uns. Mein Vater, mein Großvater und sein Großvater auch. Der Großvater deines Großvaters auch. Hm. Wie fischt man denn in China? Mein Vater, er fing Fische, ich nicht, ich nur Fabrik. Lebt dein Vater noch? Ja, er ist wie ihr. Er ist in Rente, richtig? Sehr gut. So viel Koppe? Ja, wie Koppe. Chun-Li? Hm? Buona notte. Ciao, Peppi.跟您说件事吗？这么晚了？我吃了几烂多。啊，我知道。就一件事。我明天能请半天假吗？目前不行。是这样子的，我儿子要过生日了，我想给儿子买个礼物，寄回中国。几岁了？8岁了。 Frischgebackener Rentner liest gemütlich seine Zeitung. Dafür habe ich auch ein Leben lang gearbeitet. Du weißt doch nicht mal, was Arbeit bedeutet. Ja, und warum wohl? Weil du einfach zu dumm bist. In einer Nacht verdiene ich locker das Geld, um dich aufzukaufen. Mitsamt deiner Mischpoke. Das Geld?
Das Geld. Ja, das Geld. Ich höre immer nur Geld, Geld. Hast du da noch was anderes drin im Kopf als dein blödes Geld? Nein, aber du hättest gerne was davon in den Taschen, oder? Nein, nein, was soll denn das? Was denn? Oh. Hey! Ist ja gut, regt euch ab. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier, da, da, guck genau hin, du Idiot. Ich bezahle euch alle Getränke für die ganze Woche. Wir wollen dein dreckiges Geld nicht haben. Ich schenk's euch, los, her! Du sollst abhauen. Lass ihn, hör auf, der ist besoffen, siehst du das nicht? Spielt weiter. Na los. Liest du auch die Todesanzeigen? Chun Li? Wie hoch sind meine Schulden? Wie viel muss ich noch bezahlen? Rechtsanwalt, sind 35 Euro. Hier sind 50 Euro. Und der Rest ist für dich, ja? Sieh mal einer an. Hat wohl im Lotto gewonnen, der Herr Rechtsanwalt. Oder hast du heute Spendierhosen an? Jetzt hat nur noch Schulden Davies. Muss noch bezahlen 18,50 Euro. Da sitzt er ja, dieser Scheißkerl. Guten Morgen. Von wegen gut. Ich habe eine beschissene Nacht verbracht, weil dein Sohn Fieber hatte. Und wo hast du gesteckt, ha? Ja, wo schon? Ich war arbeiten. Mit dem Boot rumgucken, das nennst du arbeiten? Ich hab die Schnauze voll, echt. Ich muss jetzt mit dem Kleinen zum Kinderarzt und auf ihn passt du auf, klar? Wie lange denn? Na, so lange, wie es dauert. Ach du Scheiße. Willst du eine Limo? Nö. Oder soll ich dir, hey, mal zeigen, wie man Billard spielt? Nö. Oder du gehst schön Videospielen mit Bode. Fängst du schon wieder damit an? Nein. Ich bin alleine und nicht tot. Lass uns am Sonntag darüber reden, ja? Ja gut. Ciao. Von wegen. Maestro ziehen. Spinn doch. Koppe! Ah! Ist der Grill an? Essen ist fertig. Gut, ich komme. Und, alles gut? Hm? Ja, ja, alles gut. Welchen Beruf hatte dein Vater? Fischer natürlich. So wie mein Großvater. Und sein Großvater auch. Nur mein Bruder nicht, der ist Busfahrer. Und dein Vater, was hat der gemacht? Keine Ahnung. Ich habe ihn leider niemals zu Gesicht gekriegt. Nicht mal Fotos. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ähnlich sind. Nein, glaube ich auch nicht. Bist du müde? Ja. Oh, hallo. Komm schnell, es ist schon spät.
Hast du was gegessen? Nein. Oh. Und war es denn schön hier? Nein. Na toll. Egal. Was sagen wir der Mama? Dass wir Boote gucken waren. Ganz genau. Hier, zieh an. Los, schnell. Gut, komm. Hallo, ist schon geschlossen. Okay, ciao. Darf ich? Ich höre gleich auf. Ich würde dir gerne einige Fotos zeigen. Mir? Ja, du hast danach gefragt. Das hier ist mein Vater. Da kannst du auch seine Netze sehen. Die sind aber sehr weitmaschig, finde ich. Und das ist sein Boot da. Ganz anders als unsere. Hm? Ihr Chinesen. Und das hier ist mein kleiner Sohn. Er ist in China. Aber wieso denn? Du lässt den Kleinen ganz allein? Nein, bei meinem Vater. Ach, bei Opa, hä? Ja. Ich habe auch einen Sohn und zwei Enkel. Aber sie wohnen in Mestre. Ich hoffe, dass er... dass er auch bald hier sein kann, in Italien. Ah, er wird also herkommen. Ich hoffe es. Und was sind das hier für Lichter? Mit diesem Fest ehren wir den Poeten. Den Poeten? So wie ich. Aber bist du denn wirklich ein Poet? Nein. Die nennen mich nur so, weil ich ab und zu reime. Diese Lichter zünden wir an, um Qiyuan zu retten. Unseren großen Poeten. Euren großen Poeten? Ja. Und was für Gedichte schreibt er so? Antike Gedichte. Antike? Na, da habe ich ja Glück. Ich dachte, hier ist schon geschlossen und... Oh, ich wollte nicht stören. Bin schon wieder weg. Wieso solltest du stören? Ich wollte eh gerade gehen. Ciao, Chun-Li. Buonanotte. Buonanotte. Nacht, Chun-Li. Was habt ihr denn gemacht, hä? Das gießt immer noch in Strömen. Thank you.
Du sagst es. Sag schon, Lee. Ich hätte gerne ein Eis am Arena. Hallo, Buff. Und einen Löffel bitte, ja? Du isst Eis bei der Kälte? So denn nicht? Ein Grappa. Wann geht das Wasser zurück? Das wird wohl noch so 2-3 Stunden dauern. Drei Stunden. 3 Stunden. Hast du es verstanden? Tag schon, Lee. Ciao. Ein Weißwein, bitte. Chun-Li. Sag mal, was läuft da eigentlich genau zwischen dir und der kleinen Chinesin? Wir haben geredet, mehr nicht. Sie hat mir von ihrer Heimat erzählt. Und dann hat sie mir Fotos gezeigt. Ist das etwa verboten? Nein. Na, das meine ich wohl. Du hast ja auch gern mit Maria geredet. Und ich rede eben gern mit Chun-Li. Maria war doch viel älter. Und keine Chinesin. Na, und wenn schon? Hast du etwa was gegen Zuwanderer? Ich bin zufällig auch einer. Du? Ja, ich. Du lebst seit 30 Jahren hier, soll ja wohl ein Witz sein. Was hat das denn damit zu tun? Jetzt stell dich doch nicht blöd. Dir kannst du dich ruhig anvertrauen, weißt du? Ich schweige auch wie ein Grab. Ich hab dir alles gesagt, kapiert? Ja, aber... Du schweigst wie ein Grab? Gut, dann halt den Mund.
一个意大利的朋友问我在中国捕鱼时会是什么样子的，所以给他看了你的照片。 Und wenn ein Gast kommt und ich bin nicht da? Dann wartet er. Bitte komm rein. Danke. Komm mit. Da kannst du telefonieren. Ganz sicher? Ja.是我，我挺好的，你身体好吗？家里一切都好吧？好，那就好，那你让小明接下电话。乖乖，是妈妈。想妈妈了没有？ 妈妈也想你。好，你说，妈妈听着。妈妈一定会办得到的，相信妈妈。再亲一下妈妈。 Danke, Baby. Geht's ihm gut? Ja. Er hat sich ganz viel gefreut. Es war eine Überraschung. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Was ist es? Na, das werde ich dir doch nicht sagen. Sonst wäre es ja keine Überraschung. Das ist richtig. Du machst es einfach wie ich, ja? Gut so. Und jetzt abwarten.
Mit Geduld. Viel Geduld. Xiao Moyu, kuai dian lai. Zhe ni you ni de hao chi chi. Xiao Moyu, kuai dian lai. Zhe li you ni de hao chi chi. Xiao Moyu, ya li ma. Charlie on it, huh? Oh, chuchu. Sieh mal da hinten. Das einzige Haus, das mir gehört. Schön. Aber ist das wirklich ein Haus? Genauer gesagt eine Hütte. Ein Haus für die Fische auf See. Sie arbeiten dort und haben da ihre Netze. Frierst du? Nein, es ist schön hier. Hier, eine Art Grappa aus Jugoslawien. Der heizt ein. Lee? Ja? Was meinst du, wie lange bleibst du noch hier in Kyoja? Ich weiß es nicht. Ich muss warten, bis ich die Nachricht habe. Du bekommst Nachricht? Ja. Das ist schwer zu erklären. Ich muss arbeiten und abwarten. Ich habe Schulden. Dafür arbeite ich. Ich arbeite, um sie zu bezahlen. Und wenn eines Tages alles bezahlt ist, dann lässt der Chef meinem Sohn hier kommen. Hoffentlich. Ich weiß nur nicht, wann. Sie sind es, die das entscheiden.
我去过那样的房子。 和谁呀？一个意大利朋友。嗯，那房子好美啊。那边都是漂亮房子，不过是你小心点。 老板不喜欢我们和意大利人做朋友，嗯，他们就是客人。别为了这个耽误你自己的事儿。我会小心的，你放心吧。Kann ja sein, aber ich verstehe das trotzdem nicht. Ich werde es dir erklären. Also, zusammengefasst bedeutet das, dass alle Gelder, die der Staat in Amerika den Amerikanern geben sollte, stattdessen an die Chinesen gehen. Weißt du auch, wie viele das sind? Eine Milliarde? 1,5. Und die Amerikaner? Keine Ahnung. 300 Millionen. Und weißt du, was das bedeutet? Na? Dass Obama statt einen Amerikaner zu bezahlen, 5 Chinesen ausbezahlt. Gibt's doch nicht. Ja, unglaublich, was? Und bald wird's auch in Kyoto so sein, wirst schon sehen. Sie sind doch schon hier, die Chinesen. Die reinste Invasion, Bafo. Ein neues Imperium. Hallo, nochmal das Gleiche bitte, ja? Danke. Ich lade dich ein. Hast du sie gesehen? Ja, sag ich doch, vorhin. Das war in der Lagune. Ich habe sogar gesehen, wie sie rumgemacht haben. Habe ich doch gleich gesagt. Meinst du, er fickt sie? Ich glaube schon. Ach was, er hat sie wahrscheinlich nur ein bisschen rumgefahren. Ja, bestimmt sind sie nur gute Freunde. Ja, mehr als gute, würde ich sagen. Glaube ich auch. Was sagst du? Ich scharf auf sie. Ciao, bis bald. Egal, ob er sie fickt oder nicht, das geht zu weit, finde ich. Was? Die will ihn bestimmt heiraten. Heiraten? Ja klar, da steckt die chinesische Mafia dahinter. Die schicken junge Frauen nach Italien, damit sie alte Männer heiraten und schnappen sich dann die Erbschaft. Weißt du das genau? Aber sicher, der Stadtrat sagt das auch. Der Stadtrat? Was soll er denn schon groß vererben? Er hat doch nur seinen Kahn, das Mofa und seine alte Hütte. Fischerhütten sind was wert. Babys Hütte fällt schon auseinander. Und was ist mit der Wohnung? Ist doch nur zur Miete. Das sind schlaue Füchse, diese Chinesen. Ja, aber die Kyrgyzstaner auch, oder? Buonasera. Deutschland ging ich ohne Verstand. In China ist das bessere Land. Alle Personen hier sprechen Sie schon über uns. Ach, das sind doch keine Personen, das sind Ignoranten. Was ist das? Ignoranten? Dummköpfe. Beppi, das ist nicht wahr, dass ich dich heiraten will. Natürlich nicht. Das weiß ich, glaub mir. Mach dir deshalb keine Sorgen. Gibst du mir ein Glas Wein? Rotwein? Rotwein, ja. Sehr gerne. Hier, jetzt ist sie wieder heil.
Oh, danke. Das ist lieb. Was ist das? Das ist ein Gedicht. Für dich. Alle Flüsse dieser Welt zieht es hin zum Meer. Und doch wird es nicht davon erfüllt. Dort weht ein kalter Wind, aber mir ist dennoch warm ums Herz. Durch das Lächeln von Lee, so bezaubernd und schön wie eine Blume. Verstehst du es? Ich glaube schon. Es ist wirklich wunderschön. Ich schenke es dir. Vielen Dank. Es ist für dich. In ein paar Tagen ist in China das Fest zu Ehren des Poeten. So wie auf den Fotos. Möchtest du zu mir nach Hause kommen und zusehen? Dann sehe ich endlich mal einen echten Poeten. Genau. Ciao. Ciao. Bis morgen. Ja.好吧好。嗯？怎么还没走？我正要出去呢。什么呀？没什么，只是一个礼物。啊。请进。顺利，你可以下来一下吗？我们有事跟你说。嗯。 QQ家有很多人在说我们的闲话，就因为你，老外都在说我们中国人坏话。赵老板不会让你跟那个诗人 Baby 再来往吗？这不可以。好的。知道了。是。要不然的话，我们就把你送走，你就要重新开始。 重新开始，对，重新开始。你所有的债都要重新还，懂吗？除了工作之外的事，不要再跟他讲话了。你可以走了。 Hallo. Einen Kaffee hätte ich gern, bitte.
Sag mal, Lee, wann ist denn genau das Dichterfest? Beppi, bitte komm lieber nicht. Und warum? Weil es nicht möglich ist. Ich kann nicht deine Freundin sein. Ich darf es nicht. Sonst lassen sie meinem Sohn niemals zu mir kommen. Dein Kleinen? Ja. Wenn du und ich Freunde bleiben, dann kommt er niemals hier.方圆之能周兮，夫孰易道而相安？回向道之不察兮，言住乎无将返？回正车以复路兮，即行迷之未远。 Massage und dann durchficken. Ist mir zu teuer. Naja, Qualität hat nun mal ihren Preis. Mhm. Ja. Das macht Kohldampf, deshalb bin ich gleich vom Hotel in die Pizzeria. Allein? Ja, Bella Napoli. War gut? Ja, super. Ich habe zwei Calzone. Zwei gleich? Oh, lecker. Mit Büffelmozzarella, ja? Bist du verrückt? Willst du, dass ich mich vergifte oder was? Was? Wieso? Weißt du das denn nicht? Die geben ihren Viechern Giftmüll zu fressen im Süden. Scheiß Terroni. Alles Verbrecher. Beppi, weißt du schon Bescheid? Wieso? Nimm dich in Acht vor der Mafia, der Chinesischen. Davis, schalte ruhig ab und zu mal dein Hirn ein. Lass mich durch, ja? Blöd, Mann. Erst klauen sie dir alles und dann bringen sie dich um. Na und? Hast du sie wenigstens gefickt? Die Schnauze. Nein, du hörst mir jetzt mal zu. Aus dem Weg. Nein, du bleibst schön draußen, du alter Bock. Verpiss dich! Du beschissener Dreckskerl. Lass los, ja? Du verdammtes Arschloch! Sag mal, Peppi, was ist denn mit dir los? Beruhige dich! Hört auf! Spinnt ihr?
Angst. Ich bin ruhig. Mach das ja nicht doch mal, du Schwein! Sonst bring ich dich um, hast du gehört? Ich bring dich um, du Arschloch! In Ruhe, du Feigling, das ist geworden. Happy.你知道水是怎么循环的吗？从大海到湖泊，再从湖泊回到大海。不过，不是所有的水都可以回到大海的。有些水。 Ich bin es nicht, die entscheidet. Ich muss gehen. Ciao, Poet. Thank you.
你怎么来了？我给你带了个东西，过来吧。 怎么可能？不是还要等好久吗？有人帮了你还的债。谁？是 Baby 吗？没有意大利人可以为中国人还债。那会是谁呢？我不知道。妈妈，你的头发怎么缠了？ 你说那个钱是谁付的呢？会是谁呢？我真不知道。那倒是，我现在和儿子在一起是最重要的。嗯，好，嗯，行了吧，那我挂了啊。外公，再见。 再见吧，嗯。你在想什么？妈妈在想一个你不认识的阿姨。妈妈，你怎么学的意大利语？ 妈妈，找老师学的。哪有老师？这里到处都是。你要想学的话，妈妈给你找一个。好啊。你明天跟阿姨待在家里可以吗？可以。 请进。你好。你好。莲不在吗？莲不在了。他去哪儿了？不清楚。有天晚上出去没回来，听说是留下一笔钱跑了。你不知道吗？
Hallo, Koppe. Chun-Li? Ja. Hallo, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Und dir? Auch gut, danke, aber was machst du hier? Ich suche Beppi. Beppi? Ja. Du weißt es nicht? Was denn? Ja, woher sollst du es auch wissen? Wir haben versucht, dich zu erreichen, aber ohne Erfolg. Wir wussten ja nicht, wo du steckst, Beppi. Ging es schlecht, sehr schlecht. Und dann hat er uns verlassen. Was sagst du? Beppi ist gestorben. Er ist nach Mestre zu seinem Sohn gezogen. Aber es ging ihm nicht gut. Er hatte dir noch einen Brief geschrieben. Aber er wusste ja nicht, wohin er ihn schicken sollte. Liebe Lee, ich hoffe, dein Sohn ist jetzt endlich hier, bei dir. Und es geht euch beiden gut. Ich gehe nicht mehr fischen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dir meine Hütte in der Lagune zu überlassen. Ich fände es schön, wenn du mir irgendwann die letzte Ehre erweisen würdest. Und zwar so, wie ihr in China euren großen Dichter ehrt, den echten Poeten. Lass es dir gut gehen, Beppi. Thank you.